Ja, das kriegen wir schon hin, dass das gut aussieht. Macht's nur schlimmer. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. So, Versuch 3 hat dann doch schon mal geklappt. Wunderbar. Was hatten wir vor? Wir haben Biomasse verbessert, irgendwas gemacht. Wir wollten da in die Richtung gehen. Wir wollten... Oh, eine Menge dengeln. Wir wollten die 500 und die 500... Wir wollten anfangen zu dengeln. Ich weiß nicht, ob ihr das wolltet, aber ich habe mir gedacht, ich muss das wohl. Da brauchen wir die Lead Plates. Haben wir uns überlegt, ob wir die Dinger vielleicht automatisieren? Weil das wäre natürlich einfacher, als das zu machen. Also wir kriegen 2 Stück aus 3. Wir brauchen... Wir kriegen jetzt aus 2 wieder 3. Warte mal. Dann gehen wir erstmal hier hinten. Wir haben ja schön gebaut. Wir waren ja fleißig, haben schön gebaut. Und ich habe nur keine Ahnung, was wir gebaut haben. Aber das hier sieht doch schon mal gut aus. Wir haben Zinn gemacht. Zinn. Wir müssten das Ganze mit Blei machen. Können wir das mit Blei machen? Wo haben wir denn Blei? Das ist Zinn. Das ist Kupfer. Ja, das ist egal, ob das da hinten ein bisschen voll wird. Was haben wir denn hier unten? Das ist Zinn und das da oben ist der. Okay. 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 Ich verstehe. Wir hüpfen ein bisschen wild durch die Gegend, damit es so aussieht, als wüssten wir, was wir tun und suchen nicht verzweifelt nach dem richtigen Weg, wie wir da jetzt rangehen können. Kupfer. Wir können ja mal mit dem Kupfer anfangen. Was haben wir hier drin? Da haben wir das. Da haben wir Draht. Hier wird ein Dingens gemacht. Okay, wir haben Kabel, haben wir genug. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen aber aus dem Kupfer Produktion, da. Aus dem... Okay, das ist nicht das Problem zu holen, aber... wie machen wir das jetzt? Na, mal gucken. Also, wir brauchen kupferseitig, brauchen wir Kupferblech. Kupferblech machen wir aus... Kupfer plus Boss. Ich denke noch. Das kann dauern. So. Kupfer. Die machen wir. Okay. Also. Wir haben eine Menge zu tun. Wir packen uns jetzt mal 10 Stück da rein. Ist wieder was, das wir nicht erkennen können. Also schnappen wir uns wieder den Weltraumlift und schmeißen ihn raus. So. Eieieiei. Es geht schon wieder los. Die 4 schon mal. So. Wir brauchen noch mehr. Also wir fangen mit dem Zeug vorne an. Wow. Haben wir. Eisenstangen brauchen wir dafür nicht, glaube ich. Schrauben brauchen wir. Nehmen wir. Hier haben wir. Platten nehmen wir auch. Vorsichtshalber. So. Bitte sag mir, dass das noch klappt. Ja. Also wir müssen auf 30 kommen.
30 kriegen wir hin. 30 kriegen wir doch hin. Oder wir kriegen 30 hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 30 hinkriegen. So. Wir haben 30. Okay. Das ist gut. Kabel, gar kein Problem. Dingens haben wir auch. Wir haben alles. Oh. Ah. Kabel haben wir da hinten. So. Das wird auch alles viel zu viel sein, aber das ist mir egal. Jetzt gehen wir hin. Schnappen uns hier 200 Kabel. Easy. So, als erstes machen wir hier vorne einen Kollegen hin, den wir gerne so hinsetzen. Und setzen direkt einen dahinter. Wenn das vielleicht doof ist, ist mir egal. Wir brauchen nämlich dort einen Logistik-Splitter. Den haben wir sogar. Und dann setzen wir uns ein Band da rein. Und wir brauchen Strom. Jetzt geht das, der Spaß wieder los. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? So. Zwei. Perfekt. Oh, mein Stromnetz ist so bescheiden, ne? Egal. Du machst mir diese Kollegen und wirps, du machst mir daraus wiederum das. Dann können wir nämlich sagen, von hier da rein, tschüss. So, um die haben wir uns gekümmert. Biomasse sollte auch kein Problem sein. Da haben wir, müssen wir gleich da hinten hingehen. Jetzt brauchen wir den Spaß hier. Wir haben gesagt, ich glaube, auch da sind es zwei. Wir brauchen nämlich hier die Bleiplatten. Und dort brauchen wir die, genau, die Kollegen. Dann machen wir hier, zack, zack, den dran. Jetzt kommt nur das Problematische. Wir müssen jetzt irgendwie, habe ich schon was, oh ja, ich habe schon. Hallo, ich möchte einmal hier hoch. Wie viel brauche ich? 30 pro Minute, reicht also 60. Ein Satz, der überhaupt keinen Sinn ergibt für jemanden, der nicht in meinem Kopf ist oder sich mit diesem Spiel auskennt. So, wenn wir jetzt nämlich den machen, läuft das da rum, läuft da hoch und wir sind happy. Wir können nicht fliegen. Ich drücke hier immer doppelt Leertaste. So. Was jetzt natürlich noch richtig clever von mir gewesen wäre, wäre hier Strom anzuschließen. So, du bist auch voll. Das ist du. Wir haben keinen Kupferdraht. Kupferdraht. Hallo. Du bist zu viel. Echt jetzt? Ist knapp, aber es ist da. So. Da, bitte da dran. Und du gehst irgendwo. Wir müssen doch noch. Habe ich den auch wieder so doof gemacht? Ich dem Lack. Weißt du was? Ich meine das anders. Zack. 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 Fehlen mir wieder zwei. Ach ja. Immer wieder genatzt. Ich stelle mir direkt daneben, wenn wir direkt wieder einen Anschluss haben. Und du gehst direkt da dran. Ich sag ja, das ganze System ist wild. Aber egal. So. Du bastelst mir jetzt schön. Die Kollegen, 75 haben wir schon, können wir schon mal lassen. So. Damit haben wir die beiden, die laufen erstmal. Dauert auch noch ein bisschen, bis wir da ran müssen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Du hast für mich erstmal, wir brauchen da 600 Stück. Ah, was? Die ersten 200 haben wir schon mal. Lassen wir den mal wieder volllaufen. Dann schmeißen wir die schon mal rein. Habe ich die drei noch? Die behalte ich. Das kommt schon mal rein. Lohnt sich zwar kaum, aber egal. Es ist schon mal da drin. Der Kollege macht mir Sorgen.
So, können wir. Wenn wir das machen. Das ist vielleicht nicht gerade elegant, was ich hier tue, aber damit habe ich ein Ding schon mal fertig. Zack. Ding. Dong. Fertig. Hui. So. Guck mal, da fehlen nur noch 480. Wahrscheinlich hört das vorher auf, weil die werden... Zu was decken die? 200? Das sieht auf jeden Fall schon mal so aus. Und wie sieht es hier bei dir aus? 40. Also das dauert am längsten. Jetzt machen wir noch mal hier den Kollegen. Wir wollen die, oh, irgendwas mit Rahmen. Modulare Rahmen. Also wir brauchen schon mal 100 davon. Okay. 100 davon. Wie viele kann ich gerade? Das wäre dann die Möglichkeit, ne, die 100 eben durchzudengeln. Den Rest kriege ich ja so. Dann müssten wir die anderen 100 nochmal... Ja, es ist zweimal 100, aber egal. Guck mal hier. Ja, 100 kriegen wir nicht. Vor allem, ich muss ja bei 118 auskommen eigentlich. Andere Frage ist, ob ich die hier noch brauche, so viele. Aber egal. Wir holen uns jetzt die nächsten Platten. Platten werden hier unten gemacht. Das wird knapp. Gucken wir mal. Dadam. So. Da sollte ich mir langsam was einfallen lassen, dass ich die Sachen automatisiere. Aber ich will erst meine Stromprobleme in den Griff bekommen. Im Moment sieht es ja relativ gut aus, aber das ist ganz weit weg von gut. So, das dauert also auch noch einen Moment. Ich könnte aber mit denen schon mal hingehen. Eisenstangen habe ich ja schon. Dann kann ich nämlich schon mal 54 Stück machen. So. Das ist ja auch schon mal ein gutes Ding. So, 54, die ging sogar ziemlich schnell, wie ich sagen muss. Haben wir die auch schon mal da drin. Dann gehen wir gucken. Ich will ja immer noch wissen, wie viele das ist. Also das gefällt mir ja schon. Das sieht ja wieder mehr nach Satisfactory hier aus. So, 177. Wir wissen immer noch nicht, bis wohin das deckt. Wie sieht es bei dir aus? 200 werden es. Raus damit. Raus damit. Schon mal hinbringen. Im Moment ist das immer noch so ein bisschen der Sammel- und Laufsimulator. Macht aber nichts. Rein da, rein da. So, da haben wir schon mal ein Peugeot zusammen. Okay. Weiter geht's. Zack. 36 Stück, das ist langsam. Das Zeug mache ich auch da hinten nirgendwo. Nicht gut ist das alles noch nicht. Wir kriegen es hin. Wir kommen dem Ganzen näher hier. So, was fehlt hier? Ach, hier fehlen die. Die hätte ich auch mitnehmen können, ne? Wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Du hast die. Das war auf Anhalt richtig. Wie konnte das denn passieren? Upf, nee, da nicht rein. So, wie viel haben wir denn? Die gingen erschreckend schnell. Die gingen wirklich erschreckend schnell. So. Die sind da schon eher ein Problem. Ja, während wir da hinten warten, kann ich ja hier vorne schon mal ein bisschen dengeln. Auch wenn wir da nicht so viel rauskriegen. Aber immer aus, immerhin aus zwei kriegen wir immer drei Stück raus. Das heißt, aus 200 machen wir 300. Wir gehen jetzt bis 200 hoch, dann haben wir schon mal eine ganz gute Grundlage. Und den Rest lassen wir automatisiert erstellen. Das ist doch schon schön, oder?
Ja, guck mal. 200 haben wir nämlich jetzt gleich. Und zack. Da sind sie. Da kriegen wir die 300 raus. Das läuft alles. Jetzt auch gleich bei 200 schon mal. Bam. Und dann haben wir den nämlich schon mal fast fertig. Bam. Zack, zack. So, jetzt fehlen noch 86, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie weit wir da drüben sind. Dann nehmen wir schon mal hier vorne mit. Da fehlt dann auch nicht mehr so viel. Das heißt, wir können uns dann noch um Kupfer kümmern, nicht hängen bleiben. Ah, easy. Easy peasy. So. Die müssen da rein. Bam. Und die müssen auch da rein. Da haben wir eigentlich noch Kupfer da? Kupfer haben wir auch massig. Zack. 308. Der nächste Peugeot. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier auf wie viel kommen? 192. Das könnte sogar genau passen, weil 192 müsste dann 195, 198 kommen. Ne? Gucken wir mal. Ja, so 100, ah, ja genau, 195. Knapp drüber gegangen. Macht ja nichts. Aber dann haben wir den gleich auch fertig. Und dann müssen wir gucken, wie das funktioniert. Weil das ist es, was mich interessiert. Und dann können wir uns über das Stromnetz unterhalten. Was mache ich mit dem ganzen Zinn? Zinn ist gerade echt ein Problem. Also, ne, ich habe zu viel. Darf man keinem erzählen, aber ich habe zu viel davon. Ab rein. Hopp, Abflug. Und weiter geht's. So, wir haben das fortgeschrittene Teile. Das ist alles Konstruktor. Muss ich irgendwie Kupfer bauen. Die werde ich wahrscheinlich schmelzen müssen. Ja, muss irgendwie. Okay, okay, es gibt hier etwas, was ich nicht ganz verstehe. Um diese Dinger herzustellen, brauche ich Bronze-Ingots. Die Platten. Bronzeplatten. Brauche ich Bronze-Ingots. Brauche ich Bronze-Ingots. Ich kann noch keine Bronze-Ingots. Um Bronze-Ingots zu lernen, brauche ich die Dinger. Bronze-Frame. Und hier Bronze Frame kriege ich hierher. Hierüber habe ich Bronze Ingot gekriegt. Über Legierungen. Dann kann ich die nur in der Gießerei.
Bom, bom, bom. Guck mal, ich habe hier Pipeline-Zeugs. Oh, schön, schön, schön. Das wird schrecklich. Ach du Scheiße. Logistik, Flüssigkeitsspeicher, Produktion. Wir haben Fluid Conditioner. Okay. Biowater Extractor, Water Extractor. Build on a Biowater Node. Echo Funny. Dann kriege ich den Spaß hier. Dafür brauche ich die. Das heißt, ich muss noch eine Menge Zeugs lernen. Das geht alles, ne? Ich weiß nicht, was ich mir hier angetan habe. Also nicht mit der Mod an sich, sondern mit dem... Gießerei. Die hält sich auch in Grenzen. Die sollte man hinkriegen. Biowater Extractor. Ach, da brauche ich auch die Pipes für. Kann ich die denn bauen? Okay. Die kann ich bauen. Aber alles kein Problem. Müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier rauskriegen hier. Also das sieht halt aus wie, ich muss in der Gießerei die Dinger gießen. Jetzt haben wir hier, Quatsch, brauchen wir viel zu viel für, jo, können wir vergessen, Sprungplattform. Die könnten wir machen. Das wäre noch relativ realistisch, das hinzukriegen, abgesehen von denen, die nerven. Ja, wir nehmen den Meilenstein, da müssen wir uns jetzt in eine Gießerei hinsetzen. Uiuiuiui. Davon können wir, also die haben wir schon mal fertig. Wire kriegen wir hier vorne her. Das ist nicht das Ding. So, damit ist das auch durch. War sowieso für was anderes, also vollkommen egal. Und wenn wir nochmal dahin gehen, da sollten wir eigentlich auch die Bleiplatten kriegen, weil das eine jetzt voll ist, solange ich da rumgesülzt habe und geguckt. Dann kriegen wir doch bestimmt eine Gießerei auf die Kette, oder? Komm her. Ja, ist was. Also. Lassen wir dich ein bisschen volllaufen. Das ist volllaufen. Das haben wir, es ist immer noch wild. Zinn macht mir immer noch Sorgen. Wenn ich mir angucke, wie sieht es bei dir aus? Du hast schon wieder eine komplette Reihe voll. Und hier oben, wie sieht es bei dem aus? Der hat auch über eine Reihe voll und so viel Zinn verarbeite ich nicht. Das heißt, ich muss eigentlich hier hüpfen. So. Zinndraht. Und das könnte ich beheben, indem ich hingehe und hier nochmal einen Container hinsetze. Habe ich denn alles schön? Okay. Das ist machbar. Ich will alles nochmal in schön machen, aber wir arbeiten dran. Alles noch zu langsam. Aber gut. So. Also. Lagercontainer kriegen wir hin. Lagercontainer kriegen wir hin. Bums. Setzen wir. Packen wir einfach zwei Sachen da rein. Oder machen wir zwei Lagercontainer? Also, wir haben da einen Lagercontainer. Da einen Lagercontainer. Wäre jetzt clever gewesen, diesen Lagercontainer auch hier
mittig zu setzen. Dann setzen wir da einen hin und wir setzen auch. Hier ist schon gar nichts mehr. So. Das wäre jetzt blöd, wenn ich das mache, bevor ich mir die rausgenommen habe. Jetzt kann ich aber sagen, komm, geh da rein. Geh da rein. Und geh da rein. So. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen... Wir haben da ein Problem mit dem Zinn. Ich möchte gerne einen Fusionator haben, der hier drauf geht und komm her, du kriegst das hin. Das läuft alles da raus, geht hier oben rein und läuft in den Container und damit da oben rein und wird verarbeitet und das wird vorne eingelagert und dadurch geht das alles viel, viel besser. So, beim Kupfer jetzt ein bisschen anders aus. Den hätte ich doch weiter nach vorne setzen sollen, damit ich hier rankomme. Kriege ich da einen Splitter dazwischen? Nein. Also selbst wenn ich genug Shit hätte, würde ich ihn nicht hier hinkriegen. Das ist doof. Der macht mir aber gerade schön die Dinger. Gehen erstmal da rein. Naja, jetzt erstmal zwei Maschinen, die damit auffüllen können. Also auch alles gut. Das läuft, das läuft, das läuft. Gefällt mir. Bis dahin gefällt mir das noch. So, jetzt eine Gießerei. Gießerei, Gießerei, Gießerei. Wir wollen mit Kupfer arbeiten. Dann wäre es sinnvoll, den Boden in diese Richtung laufen zu lassen. Sollte mir auch eine Werkbank da vorne hinsetzen. Plums, plums, plums. Hier rüber. Gießerei. Ich hab's mir gedacht. Bronze Ingot. Kupferbarren und Zinn. Strom. Wie konnte das noch passieren? Das haben wir schon in Valheim gelernt, dass das so geht. Okay. Wir haben das. Was ist unsere Zeit eigentlich? Oh, 30 Minuten. Das ist ja gut. Wir lassen die jetzt erstmal laufen. Und im Moment machen wir das, füllen wir einfach per Hand nach. Das ist meine Idee. Wie sieht das hier aus? Nice. Im Moment ist hier genug drin. Wir brauchen... Biomass Heater. Any type of heater, any type of cooling, steam cooling.
Boiler. Can we place a boiler platform to boil water into steam? Das, also das hier wird noch richtig wild, glaube ich. So. Haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit... Hey, Biowasser können wir suchen nach einer Quelle. 500 Meter. Wisst ihr was, auch wenn ich die Materialien jetzt noch nicht dabei habe, die 500 Meter machen wir mal. Oh, 500 Meter. Gut, den Strom kriege ich ja irgendwie hier rüber. Wenn das da hinten steht, ist mir das relativ egal. Nicht wieder durch das Uran. Vero. Hier kommen wir. Ich will mir diese Quelle angucken, wie das aussieht. Hier sind direkt mehrere. Also hier hinten bei den Bäumen, die wir sowieso schon aufs Korn genommen haben, gesagt haben, damit machen wir Stress. Hi du. Okay, die stehen hier einfach so rum. Biological Water Normal. Water Normal. So sehen die Dinge also aus. The heck? Okay. Ich habe das Gefühl, der lacht mich aus und ich kann es in mich verübeln. Wir haben hier eine, da vorne war noch eine, hier, genau. Da sind noch diese Biowasserdinger schon mal, das ist okay. Ja, das ist absolut wunderbar. Also wir müssen dringend am Strom arbeiten und müssen uns da einige Watt holen. Ja, müssen wir Watt holen. Das heißt, wir werden da hinten ein kleines Kraftwerk dahin bauen. Es bedeutet aber auch, ich muss mich erstmal mit dem ganzen Shit beschäftigen. Mir quasi einen Plan machen. Ja, das versuche ich mal bis nächste Woche hinzukriegen. So. Komme ich hier irgendwo hoch? Ich würde gerne. Hi, danke. Oh, ich war in dir drin. So. Was sagen unsere Bars? Du bist fleißig am Arbeiten hier überall, bis auf den da vorne, aber das ist okay. Oh, du brauchst Kupfer. Kein Problem. Geben wir dir. Oh, du brauchst. Jo. Oh. Also werden wir dann Zinn auch los. Kupfer steht ja hier auch gut an. Kupfer könnte man auch hier noch mal ableiten, oben drüber und da hinten rüber. Das reimt sich. Gehen wir das noch hin?
Ja, das kriegen wir schon hin, dass das gut aussieht. Hm, macht's nur schlimmer. Kriegen wir. Ich ziehe mir bewusst ein bisschen höher. Ist kein bisschen besser. Aber das löst auf jeden Fall unser Zinnproblem. Eine Sache, nämlich ein Container. Puh. Löst unser Zinnproblem. Dann verschlimmern wir das aber erstmal. Da geht der Zinn schön raus. Du machst gerade schön voll. Genau. Kupfer haben wir da oben drin. Auch erstmal weg. Und jetzt können wir gucken. 200 von denen. Hallo? 132 kriegen wir damit schon mal hin, oder? Und die können wir sogar direkt abschließen. Die Zeit gönnen wir uns noch, oder? Dann können wir die direkt da reinschmeißen. Die anderen 200 kann ich auch noch holen. Dann haben wir, müssen wir nur noch darauf warten, dass wir genug Barren haben, um uns die 200 Dinge zu machen. Dann können wir die fortgeschrittenen Teile auch direkt freischalten. Steile These, oder? Müssen wir wieder anfangen, auf die Zeit zu achten. Ja, ich habe gerade drauf geguckt und mir gedacht, oh, hallo. Hallo, wie Idee. Jetzt sind wir doch hier wieder am Rumrennen und am Machen. Aber macht ja nichts. Ja. Ja, ja. Du kannst auch schon mal rein. Komm her, schließen wir mal eben ab. Es wird immer schlimmer hier. So. Und dahin. Damit kriegen wir keine 200 zusammen. Damit kriegen wir keine 200. Oder? 174 schon mal. Ich freue mich ja schon richtig darauf, das Ganze rumgedengeln, dann wieder weiter zu automatisieren. Im Moment alles noch nicht so geil, wie ich das gerne hätte. Aber wir schaffen das. Ich schmeiß die jetzt auch direkt da rein. noch 26 zu kriegen, wird doch wohl nicht so schlimm sein. Das ist wieder so ein 3 für 2 Teil, ne? 3 für 2. Nie im Leben reicht das. Andererseits. Und was sagst du mir? Oh, nie im Leben. Ja, okay. Ne? Mir ist eine Sicherung durchgebrannt. Also wir müssen das andere definitiv angehen. Ja. Ja. Ab dafür. Einstein auswählen. Als nächstes Legierung. Können wir das machen?
Da haben wir schon mal drin. Hier, die macht man da raus. Das ist also nicht das Ding. War einmal eben durch. Rotoren. Brauchen wir dafür? Auch wieder die Dinger. Okay, die könnten doch ein Ding werden. Aber. Ja, komm. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit. Achtet gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.